In diesem Video präsentieren wir euch die Neuheit bei den Backöfen aus dem Hause Bosch bzw. der BSH, oder? Ja, ganz genau. Und warum Brigitta jetzt hier ein Brokkoli dabei hat, das wird sie uns auch im Video zeigen. Und seid gespannt und bei dem Video immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört ja auch ein Backofen. Darum soll es in dem Video gehen und da wir hier auf der IFA sind, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, intelligente Backöfen kennenzulernen, denn da gibt es was Neues. Aber Brigitta sagt, warum hast du mir denn eigentlich hier den Brokkoli mitgebracht? Weil eigentlich müsste ich dir ja einen Blumenstrauß mitbringen. Ja, ganz einfach, weil ich heute dir etwas zeigen möchte, was wir jetzt hier bei Bosch gerade im September jetzt eingeführt haben. Und das hat mit einem intelligenten Backofen zu tun, der eine Kamera mit integriert hat und diesen Brokkoli erkennt und uns Zubereitungsvorschläge macht, wie wir den wunderbar lecker und einfach zubereiten können. Was hältst also du davon? Der Backofen hat ja in der Vergangenheit quasi die Pizza erkannt, ja, den Bräunungsgrad festgestellt und jetzt ist es aber so der nächste Schritt, dass das Gericht erkannt wird, genau, und er uns dann die entsprechenden Gerichte vorschlägt, die man daraus machen kann. Ja, absolut, und das zeige ich dir gleich mit unserem Ich bin gespannt. Bevor wir starten jetzt, natürlich, wer unsere Videos von der IFA noch nicht kennt, insbesondere die Bosch-Videos, Brigitta ist ja nun schon mehrere Jahre jetzt an meiner Seite. Wo wir angefangen haben, war Brigitta noch ja, Produkttrainerin. Genau. Und mittlerweile ist sie die Produktmanagerin in der BSA, also Bosch Siemens Neff, genau, für Backöfen. Ja. Also die Ansprechpartnerin schlechthin für das, was wir hinter uns sehen. Und ja, Brigitta? Ja, danke für die Einladung. Bevor wir klären, was es mit dem Brokkoli hier auf sich hat, würde ich euch ganz gerne unsere Wand hier präsentieren. Denn das Thema Dampf bzw. Dampfunterstützung ist in Deutschland mittlerweile ein sehr wichtiges Thema. Und hier präsentieren wir alle unterschiedlichen Geräte, die zum Beispiel mit Dampf irgendwie arbeiten können. Ja, also kann ich bestätigen, auch bei uns in der Küchenplanung sind Geräte mit Dampf, ob Volldampf oder Dampfunterstützung, immer gefragter. Also die Studie, da können wir bestätigen, ja, zumindest für unser Studio. Und also für jeden Geldbeutel, sage ich mal, bedienen wir hier unterschiedliche Bedürfnisse und haben unterschiedliche Systeme, um mit einer Dampfunterstützung zu arbeiten. Ach, wofür schon? Ist denn Dampfunterstützung erstmal in erster Linie gut? Man denkt dann immer so an ganz gesundes Zubereiten, ne? Brokkoli beispielsweise. Auch zum Brotbacken. Ja, man unterscheidet hier immer zwischen Volldampfgeräten, das ist dieses typische Dampfgaren, was mit viel Dampf dann eben Lebensmittel wie den Brokkoli zum Beispiel zubereitet, ganz gesund, viele Vitamine bleiben erhalten, Nährstoffe bleiben erhalten, die Farbe, was zum Beispiel beim Kochen, da geht immer die Farbe verloren, aber in einem Volldampfbackofen hat man da die ganze Farbvielfalt, die so ein Gemüse zum Beispiel bietet. Und es ist sehr, sehr lecker und mit wenig Salz kann man hier auch zubereiten oder gar kein Salz zum Beispiel. Okay. Aber es gibt auch noch die andere Form von Dampfunterstützung. Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Volldampfgerät. Richtig, weil das ist ein Serie 4 Gerät und hier bieten wir eine Dampfunterstützung. Das ist immer eine Kombination aus einer Heizart mit eben einer Dampfunterstützung zusätzlich. Und für welche Gerichte ist sowas wunderbar? Zum Beispiel für das klassische Zubereiten von Brot und Brötchen. Ja. Oder zum Beispiel, wenn Fleisch wie Hähnchen zum Beispiel sehr knuspriges Geflügel, knusprige Haut werden soll. Aber das trocknet auch schnell aus. Eben. Ne? Entweder hat man eine knusprige Haut, aber ein trockenes Fleisch innen drin. Schmeckt ja auch nicht so lecker. Ja. Im Idealfall stimmt beides, die Kruste stimmt. Aber auch das Fleisch bleibt wunderbar saftig. Und das kann man immer mit der Dampfunterstützung erzielen. Mhm. Hier unten, ich nehme das Teil einfach mal raus. Das ist eine Schale, die wird mit Wasser befüllt. Und durch die Unterhitze vom Backofen kann das Ganze zu Dampf aufsteigen und kann eben so das Lebensmittel wie zum Beispiel Brot und Brötchen, Teiglinge wunderbar umhüllen. Geht das nur über die Unterhitze oder habt ihr eine extra Spirale, die hier unten sitzt, die dann diese Schale nochmal extra beheizt? Das ist ja im Prinzip die Unterhitze, die quasi hier unten arbeitet und aber auch dafür sorgt, dass eben der Dampf hier wunderbar aufsteigen kann. Aber bei den Geräten tatsächlich
ist der Dampf schon integriert bei der Heißluft. Das heißt ja. Dann auch Heißluftdampf. Und dementsprechend sehen wir hier das Piktogramm für diese Heizart, die dann auch mit Dampf arbeitet. Denn wie gesagt, du hast es vollkommen richtig angesprochen, wir brauchen ja eben für diese Dampferzeugung die Unterhitze. Und genau. Das macht dann eben diese spezielle Heizart, die dafür entwickelt wurde. Okay. Ja, cool. Also der ganze Dampf breitet sich aus. Ne? Man hat natürlich nicht so viele Zubehörige drin, wie jetzt zum Beispiel hier, weil sie alle dazugehören. Also man nimmt dann dementsprechend das passende Zubehör, ja, wie gut, zum Beispiel nur ein Backblech, wenn man seine Brötchenteiglinge da eben drauf hat. Das ist ja dann wieder unser Job in der Küchenplanung, den Platz zu schaffen, dass das ganze Zubehör im Schrank ordentlich verstaut ist. Ja. Die zweite Stufe, die wir hier präsentieren, hat mit dieser Flasche zu tun. Also wir haben hier unten auf dem Boden jetzt keine Schale mehr, die brauchen wir einfach nicht, weil, da gebe ich dir jetzt mal kurz den Brokkoli in die Hand. Diese Wasserflasche lässt sich ganz einfach am Wasserhahn befüllen, bis oben hin. Ist wie eine Flasche gemacht. Genau, man hat auch eine Skala, bis 220 Milliliter kann man hier Wasser befüllen. Ja. Dann verschließt man das Ganze ganz einfach und da kann man auch nichts verkehrt machen. Also auch wenn ich es drehe, wie ich will, so oder so, schiebe ich das einfach rein. Und also dann einfach haben wir, intuitiv. Genau, und dann haben wir einen Dampfgenerator, der aus der Wasserflasche quasi den Dampf erzeugt und dann das Ganze dann in den Backofen reinleitet. Und dann nimmt man eben auch hier wieder zum Beispiel sein Geflügel oder seinen Schweinekrustenbraten oder seine Brötchen und so weiter. Die kann man dann hier reinschieben und entweder nimmt man auch hier die Heißluftdampf als Heizart oder man nimmt eine der Automatikprogramme. Es gibt nämlich 5 zusätzliche Automatikprogramme und da kann man dann zum Beispiel das Brot oder die Brötchen zubereiten, aber auch Tellergerichte regenerieren. Also die Pizza, die man gestern bestellt hat beim Pizzaservice, man hat noch ein paar Reste. Ne? Und es schmeckt einfach super gut, wenn das Ganze noch mal ein bisschen Dampf bekommt. Wird der Feuchtigkeit wieder zugeführt, das was ein bisschen weggetrocknet ist. Und somit haben wir natürlich auch wieder... Du sagst es. Also A, sieht fürs Auge besser aus, als wenn es aus dem anderen Gerät kommt. Und ist natürlich geschmacklich auch ganz anders. Ja, und wir wären nicht der Bosch, wenn wir nicht auch an Hygiene denken würden. Denn es gibt ja immer dann ein wenig Wasser im System. Bleibt also in den Röhrchen zum Beispiel. Und dieses Restwasser, das wollen wir nicht beim nächsten Mal auf dem Lebensmittel. Kann ja sein, dass es vielleicht einen Monat dauert, bis ich wieder mit Dampf arbeiten möchte. Deswegen ist dieses Pumpensystem so intelligent, dass es alles an Restwasser wieder zurückführt in die Flasche. Genau, in die Flasche. Und dann kann unser Kunde zum Beispiel einfach die Flasche wieder entleeren. Und beim nächsten Mal kommt wieder frisches Wasser rein. Das ist cool. Na, bei der Dampfschale braucht man das ja nicht. Weil du jetzt gerade die Hygiene, die Reinigung angesprochen hast, dass er jetzt nur dampfunterstützende Geräte sind, besteht ja auch die Möglichkeit, diese mit einer Pyrolyse zu versehen. Ganz genau. Dieses Gerät gerade ist nicht mit der Pyrolyse ausgestattet, aber wir haben im deutschen Sortiment auch andere Geräte, die haben dann auch wiederum die Pyrolyse mit dabei. Weil das halt doch immer wieder bei uns Thema ist, die Selbstreinigung. Ne, bei Dampfbacköfen ist man ja ein Stück weit eingeschränkt. Ja. Ne, aber bei einem dampfunterstützenden Gerät ist ja die Möglichkeit der Selbstreinigung, der Pyrolyse, wo der Ofen das dann ausbrennt. Wir haben bei der BSH ein Alleinstellungsmerkmal und das nennt sich EcoClean. Und das erkennt man hier an dieser matten Oberfläche an der Rückwand. Dass, wenn man so ein bisschen drüber streicht, dann zieht sich das ein bisschen an wie Schmörgelpapier. Ja. Also keine Sorge, man macht dort ja nichts dran. Aber es sitzen ganz, ganz viele kleine Keramikkügelchen auf dieser Oberfläche. Und die haben alle einen Sauerstoffspeicher in der Mitte. Ja. Und wenn dann zum Beispiel das Fett gegenspritzt, gegen diese Rückwand, die ja am schwersten zu reinigen ist, weil sie am weitesten weg ist sozusagen, dann findet eine Oxidation statt. Also du kennst vielleicht noch von der Schule das Löschblatt. Ja. Also so ähnlich kannst du dir das auch vorstellen. Es spritzt das Fett an die Rückwand. Dann geht wie bei einem Löschblatt aus Zauberhand, geht alles in diese kleinen Ritzen, weil ja alles aus Kügelchen besteht. Ja. Und der Sauerstoff in den Kügelchen kann von allen Seiten wirken und eliminiert dieses Fett. Das heißt, man sieht auch keinerlei Fettspritzer hier. Und es regeneriert sich jedes Mal wieder beim Backen, wenn der Kunde zum Beispiel mit höheren Temperaturen arbeitet, verbrennt das reichert dann sich die Rückwand automatisch wieder mit Sauerstoff an. Ja. Und dann kann das wieder von vorne beginnen. Meine Eltern haben einen Backofen zu Hause von uns. Der ist jetzt mittlerweile 25 Jahre alt.
Und ich finde es jedes Mal ist fantastisch. Schon ein Stück. So lange hat er gehalten? Ja, und ich glaube, der hält noch länger. Meine Mutter pflegt den auch. Und wenn ich mir da die Rückwand bei denen anschaue, ich finde es wieder erstaunlich, wie phänomenal das aussieht. Und immer dann, weil die Fettspritzer sind ja weg sozusagen. Ja, ja. Und das bedeutet auch, wenn sich Fettspritzer durch die Oxidation, wenn sie quasi verschwinden, dann habe ich natürlich auch weniger Gerüche im Backofen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Das ist richtig noch. Dieses EcoClean hält ein Geräteleben lang. Okay. Das muss man nicht wie bei der Katalyse, muss man ja irgendwann die Rückwand dann austauschen gegen eine neue, weil das gesättigt ist. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die ich so als preiswertere Alternative gerne empfehle zur Pyrolyse. Ja. Und ist das nur die Rückwand oder gibt es das in anderen Geräten auch als Seitenwand? Hier haben wir ein Serie 4 Gerät. Ne? Bei uns haben wir Serie 2 ist Einstieg, dann kommt Serie 4, Serie 6, Serie 8. Man kennt das ja auch aus der Automobilbranche, kann man ja so ähnlich vergleichen. Ja. In Serie 8 Geräten haben wir teilweise die Backöfen auch voll ausgestattet, also links, rechts und an der Decke gibt es dann auch das EcoClean. Okay. Ebenfalls. Cool. So, was haben wir noch? So, jetzt haben wir die Steigerung hier, nämlich ein Serie 6 Gerät. Hier haben wir genau die gleiche Wasserflasche, wie hier eben gerade auch, mit 220 ml Fassungsvermögen. Aber hier kann der Kunde eine Heizart wählen, zum Beispiel die Heißluft oder die Ober-Unterhitze, und hat die Möglichkeit, die Dampfstöße in zwei Intensitätsstufen dazu zu wählen, also als Option sozusagen. Also er kann das Ganze noch ein Stück weit für sich einstellen, nach seinem eigenen Geschmacksempfinden, oder? Ja, aber man muss dazu wissen, welche Dampfstoßstufen, also welche Intensität ist für welches Lebensmittel gut. Und wir haben die Wahl zwischen einer leichten Intensität und einer starken. Die leichte braucht der Kunde zum Beispiel, um Geflügel, um Fleischgerichte zuzubereiten, weil dann braucht man eine konstante, leichte Dampfzugabe. Bei der hohen Dampfzugabe, das ist kommt perfekt. Dann bestimmt das ins Spiel, oder? Das kommt gleich als nächstes. Okay. Bei der hohen Dampfzugabe, das ist wiederum perfekt für Brot und Brötchen. Mhm. Bei Brot zum Beispiel ist es so, man möchte ja, dass die Kruste außen am Ende so aussieht wie in der Lieblingsbäckerei. Und das bekommt man dann hin, wenn man viel Dampfstoß am Anfang hat. Dann bleibt nämlich die Kruste am Anfang erstmal noch weich. Ja. Dann kann der Teig gehen, also die Hefe im Teig kann gehen. Und dann, wenn dann die Dampfstöße quasi vorbei sind, das hält so, in der Regel so etwa 15 Minuten lang, die Dampfzugabe. Okay, dann ist es aber wiederum gut für das Brot, keinen Dampf mehr zu haben. Und dann kann nämlich die Kruste eine Kruste werden. Und die platzt nicht so komisch auf an bestimmten Stellen, wie wenn man zum Beispiel etwas verkehrt macht. Und das kann man wirklich mit der hohen Stufe sehr gut machen. Okay, na, das ist ja relativ einfach. Mhm. So, und dann haben wir die Steigerung. Und da kommen wir dann auch gleich zum Brokkoli. So, und dieses Gerät Aber das sieht ja so aus, wie man das eigentlich schon kennt. Ja, genau. Das ist auch erstmal so gesehen nichts Neues. Wir haben hier zum Beispiel dann unseren Wassertank mit 1 Liter Fassungsvermögen. Ich mache das Ganze mal hoch, nehme das Ganze mal raus. Genau. Hier oben. Die Lasche lösen, auffüllen, Lasche schließen, kann man das Wasser einfüllen. Ne? Dann kann man das Ganze schön verschließen, weil man muss ja dann von seinem Wasserhahn erstmal wieder zum Backofen laufen. Wenn man das Ganze hinterher reinigen möchte, kann man den Wassertank einfach öffnen und kann das alles schön reinigen. Und dann am Ende verschließt man das Ganze wieder. Zack, hier ist ja auch extra das Gummi drumherum, damit auch hier nichts austreten kann. Und dann wird das Ganze hier eingeschoben und die ganze Blende kann geschlossen werden. Und hier gibt es dann, ne, ich wähle zum Beispiel eine Heizart, wie beispielsweise die 4D-Heißluft aus. Und dann kann ich hier einmal nach links weitergehen. Und dann haben wir hier die Dampfzugabe. Ja. Und dann habe ich hier insgesamt 3 Stufen. Okay. Weil hier kommt noch eine mittlere Intensität noch mit dazu. Okay, und die also brauchen wir für? Eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen. Ja, und die mittlere Intensitätsstufe, die kann man zum Beispiel auch so für Gratins verwenden. Wir haben bei uns in der Bedienungsanleitung eine ganz genaue Übersicht. Da kann man im Zweifelsfall nochmal nachlesen. Ja. Aber wenn man nicht weiß, welche Stufe man dazu gibt, dann gibt es halt unsere Gerichtefunktion. Und die ist noch viel einfacher. Da gehe ich hier einfach auf Gerichte und zum Beispiel, ich möchte irgendwie ein Brot beispielsweise zubereiten. Ja. Ich weiß nicht, welche Stufe ich nehmen soll, also wähle ich hier einfach mal mein Brot aus. Ja.
er fragt jetzt Brot oder Brötchen. Und ich habe gestern bei uns hier auf der Messe ein ganz fantastisches Fladenbrot probieren können, okay, das auch so zubereitet wurde. Deswegen wähle ich jetzt einfach mal das Fladenbrot aus. Na, dann kann ich mit meiner Waage erstmal die ganzen Zutaten wiegen und das Gesamtgewicht hier einstellen. Und dann gibt er die Darmstöße in der richtigen Intensitätsstufe hinzu. Und es wird wirklich fantastisch. Perfekt. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Was aber auch toll ist, und das kann auch nur die Serie 8, ja, man kann einfach manuell Dampfstöße dazugeben. Okay. Also gerade unsere Profiköche, die benutzen das sehr, sehr gerne, weil sie ganz genau wissen, wann ein Dampfstoß erforderlich ist und geben den einfach manuell hinzu. Profiköche wissen das, aber das sind ja keine Profis. Nee. Aber das kann man sich auch ganz gut aneignen. Aber wie gesagt, wenn man es nicht weiß, wie es funktioniert, kann man am besten auch die Darmstöße dann wählen oder über die Gerichtefunktion gehen. Am besten über die Gerichte, denke ich mal, ist am sinnvollsten. Dann macht das Gerät das Ganze individuell. Und für was brauchen wir jetzt den Broccoli? Genau. Und das ist nicht nur ein Gerät, das Dampfstöße geben kann. Es ist auch ein Volldampfbackofen. Ja. Das heißt, er kann zum Beispiel auch den Brokkoli mit Volldampf bearbeiten. Und da haben wir ja auch die Möglichkeit, bis zu 120 Grad hochzugehen. Genau, das ist ja für die BSH oder für Bosch halt das Novum, dass ihr bei dem Thema Dampfgaren halt bis auf 120 Grad geht. Ja, und das macht er in Verbindung mit einer Heizart. Was für Vorteile hat das für den Kunden? Es ist mehr Vitamine bleiben erhalten, das Ganze geht schneller. Manchmal braucht man nur noch die Hälfte der Zeit. Auch das ist so Zeitersparnis nach wie vor. Das Kartoffeln Thema. Zum Beispiel, das ist ja so ein Gemüse, das ist sehr hart, das braucht recht lange, bis es irgendwie weich wird. Und so etwas zum Beispiel kann man wunderbar, auch Karotten, alles was so eine feste, harte Konsistenz hat, kann verkürzen. Man alles wunderbar dann eben auch mit bis zu 120 Grad bearbeiten. Okay. So, und dieses Gerät ist unser Top-Gerät, weil es hat auch eine Kamera mit drin. Und das ist jetzt das Neue? Ja, das ist nicht neu, das hast du sogar schon letztes Jahr. Ja, die Kamera ist nicht neu, aber die Kamera macht jetzt was sie vorher nicht gemacht hat. Ja, und dafür schalten wir das Gerät aus. Und deswegen darfst du jetzt mal den Brokkoli einfach hier auf das Dampfgerät drauflegen. So. Du hast dich schon gewöhnt, ne? Jetzt sagen wir mal kurz Tschüss zum Brokkoli. Tschüss. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir werden das Gerät einschalten. Ja. Und das, was jetzt neu ist, ist das, und das kriegt auch der Kunde, der zum Beispiel letztes Jahr schon ein Gerät mit Kamera gekauft hat, einfach als Update in seiner Home Connect App. Echt? Hat er jetzt dann zusätzlich die Gerichterkennung mit drin. Okay. Dieser Backofen erkennt nämlich über die Kamera und wir haben mittlerweile bis zu 80 Gerichte, die er erkennt, ob das so ein Brokkoli ist, eine Pizza. Er erkennt sogar auch, dass der Backofen leer ist, wenn wir nichts reintun. Das kommt also, er erkennt über Gratins, über Lasagne. Also ich habe wirklich, wenn du das genau wissen willst, bei 80 Gerichten darf dann jeder selber rausfinden. Aber das ist natürlich sensationell, dass die Geräte mit Kamera einfach ein Update bekommen. Also wichtig, dass ihr das natürlich dann auch mit dem WLAN zu Hause verbindet. Das ist die Voraussetzung, dass ihr das Ganze updaten könnt. Und dann habt ihr die Neuheit, die jetzt hier auf der IFA vorgestellt wird, bei eurem Gerät, was ihr letztes Jahr gekauft habt, dann ja mit integriert. Ja. Das ist so, cool. So, ich weiß jetzt nicht, ob man das Display gut sehen kann, aber wenn wir hier mal ein bisschen näher rangehen, dann sieht man schon mal, dass er schon mal den Brokkoli ausgewählt hat. Also hast du es nur eingeschaltet? Ich habe es nur eingeschaltet. Die Gerichtserkennung ist gelaufen. Also die Kamera hat quasi einen Blick drauf geworfen. Okay, also es braucht gar nichts machen. Ich schalte ein, pack vorher jedenfalls das Gericht rein und somit kann er gucken und sagt, er kennt, hier ist was drin. Ja. Okay. Also er ist wirklich auch sehr genau. Aber es kann natürlich mal sein, dass da nicht nur ein Brokkoli drin ist, sondern noch ein paar Karotten daneben oder vielleicht noch ein Blumenkohl oder eine Blumenkohlröschen oder Paprika oder wie auch immer. Deswegen könnte ich jetzt auch sagen, es ist Gemüse, weil es sind noch andere Sachen dabei. Ja. Es kann natürlich auch mal sein, dass er vielleicht nicht ganz genau erkennt, was das ist, aber das passiert relativ selten, dass es vielleicht irgendwie unklar ist. Dann kann man immer noch selber auswählen und das korrigieren manuell. Mhm. Aber ansonsten macht das wirklich schon sehr gut. Und dann fragt er zum Beispiel, ist das jetzt ein gefrorener Brokkoli oder ist es ein frischer Brokkoli? Und das ist eindeutig das war ein frischer Brokkoli. Ich habe mir ja die ganze Zeit in der Hand gehalten. Ja. Und dann fragt er mich, möchtest du das geröstet zubereiten oder möchtest du das dämpfen? Also ich könnte mich auch für die Variante entscheiden, dass ich einfach mit einer Heizart zubereite. Aber in dem Fall, wenn man es gesund haben möchte, kann ich... Wir gehen auf das Dämpfen. Ja, genau. würde ich aufs Dämpfen gehen. So, und dann kann ich hier schon auf Weiterklicken.
Und dann hat er schon die Temperatur mir eingestellt. Und das Ganze dauert 8 Minuten. Das geht ja auch nur dadurch, dass wir jetzt auf 120 Grad gehen, weil normales Dämpfen geht nur bis 100 Grad. Geht nur bis 100, genau. Und es ist ja auch ein relativ festes Gemüse, also es macht durchaus Sinn. Er sagt mir 8 Minuten, möchte er das Ganze dämpfen? Das ist schon schnell. Ja, das ist schon, und das geht auch nur mit diesen 105 Grad. Ja. Und dann gehe ich auf Start, Stopp, und dann legt er auch sofort los. Dann geht das los. Mit der Zubereitung. Perfekt. Es gibt ja auch Kunden, die haben keine Kamera. Ich habe momentan auch keine Kamera bei mir. Ja, also wie gesagt, die klassischen Serie 8 Backöfen. Ja. Haben dann halt keine Kamera. Ja. Und da kann ich wirklich sehr empfehlen, die Home Connect App. Okay. Also das sind jetzt wirklich meine Backöfen, die ich zu Hause habe. Ja. Ich habe zwei, einen Mikrowellenbackofen in groß und einen kompakten Volldampfbackofen. Die habe ich auch dementsprechend umbenannt in der App. Ja. Die heißt jetzt Mikrowellenbackofen und Dampfbackofen. Das ist ja völlig okay. Wenn ich jetzt mal scrolle. Ich kann jetzt den Geräten sogar Namen geben. Ja, das kann ich ändern. Das macht Sinn, vor allen Dingen, wenn ich zwei Backöfen habe. Okay, du hast und wenn ich ein bisschen hoch scrolle, ich habe ja den Mikrowellenbackofen jetzt ausgewählt, dann gibt es hier diesen Backofenassistenten. Ja. Da klicke ich jetzt einmal drauf. So, und jetzt gibt es die Möglichkeit in der Suchfunktion. Kann ich genau dieselben Einstellungen machen, wie hier, was die Kamera erkannt hat. Genau. Also brauche ich ja. Verkäuferisch schlecht, gar nicht zwingend die Kamera, nee. Sondern kann es manuell über die Home Connect App machen. Genau. Und wenn ich die Kamera habe, habe ich es natürlich hier am Backofen. Ja, man kann natürlich auch die Gerichtefunktion durchsuchen, bis man das gefunden hat. Mhm. Aber wenn es schnell gehen soll, dann nutze ich auch total gerne diesen Backofenassistenten. Also kann ich hier in die Suche reingehen. Wir können ja jetzt mal was anderes ausprobieren. Zum Beispiel nehmen wir mal Croissants. Jetzt wissen wir, was Brigitta früh gerne isst. Ich habe jetzt nur Cross eingegeben. Ja, ich muss nicht das ganze Wort eingeben. Und dann zeigt er mir schon an Croissants, Aufback-Croissants, Fertig-Croissants oder Tiefkühl-Croissants. Ich habe neulich mal Tiefkühl-Croissants mir gekauft. Okay. Und dann habe ich das ausgewählt. Und jetzt wird mir, Glückwunsch, das wird dir gefallen, sagt er erstmal, ausgewähltes Gericht. Und da schlägt er mir drei Möglichkeiten vor. Ja. Einmal Croissant-Teiglinge klassisch. 30 Minuten lang zubereitet, kein Vorheiz notwendig. Er sagt mir auch, bitte verwende die Mitte des Backofens. Okay, das ist natürlich, also so wie die Automatikprogramme, das er schon immer gemacht hat. Genau. Haben. Er macht noch zwei andere Vorschläge, die sind jetzt aber für mich erstmal nicht relevant. Ja. Dann gehe ich einfach hier an meinen Backofen senden und dann überträgt er die Einstellwerte direkt an meinen Backofen zu Hause. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, weil ich bin ja hier auf der Messe. Ein bisschen weit weg von zu Hause. Ja. Aber ich übertrage es direkt und starte es einfach nur am Backofen, schiebe natürlich meine Teiglinge ein und warte, bis es fertig ist. Perfekt. Sehr cool. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Am besten gefällt mir natürlich, dass die Kunden, die schon ein Serie 8 Gerät mit Kamera haben, hier genauso von der Neuheit profitieren können, ohne dass sie noch was bezahlen müssen. Ja. Sondern es ist halt wirklich einfach ein Service von Bosch. Finde ich sensationell. Ja. Und die keine Kamera haben, aber halt dann den Serie 8 Ofen, können dann über die Home Connect App das sich genauso einstellen. Es ist wirklich sehr komfortabel und man kann eigentlich gar nichts mehr verkehrt machen. Man muss nicht erst Koch werden oder das Ganze studieren. Es ist auch einfach sehr, sehr entspannt so zu arbeiten. Ja, also ist ja auch zeitsparend. Mhm. Ich muss nicht permanent dabei sein. Ich kann dem Gerät vertrauen, das Gerät läuft und am Ende habe ich ein super Ergebnis. Ja, und das ist ja das Wichtigste, weil wir wollen ja wirklich was Leckeres essen. Und da hat man wirklich so seine Gelinggarantie. Ja, super. Ja, und wenn ihr natürlich auch eine super Küche haben wollt, die euch super Ergebnisse bringt, empfehle ich euch die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert und Brigitta.